Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen zum Champion Spotlight von Zoe. Ihre Fähigkeiten stehen jetzt fest und es gab auch schon gestern einige Videos dazu, aber halt noch nichts wirklich in-game. Und ich wollte mit ihr einfach mal selber durch die Kluft laufen und auch mal gucken, wie sich das Ganze so anfühlt. Deswegen möchte ich euch hier auch nochmal hier zeigen, was für Fähigkeiten sie kann, für alle die, die es nicht wissen. Außerdem läuft sie hier mit einem leuchtenden Springseil durch die Kluft und allein das ist schon ziemlich geil. Ihre Passive ist recht simpel. Jedes Mal, wenn sie einen Spellcastet, macht ihr nächster Auto-Attack mehr Schaden. Das heißt, wir können es eigentlich mal hier an dem Camp zeigen. Egal, welche Fähigkeit ich caste, sagen wir, ich caste jetzt mal die Q einmal. Dann seht ihr hier diesen kleinen Buffer und in dieser Zeit, zeigt mein nächster Auto-Attack hier zusätzlich 61 Schaden sind in blau aufgeleuchtet. Oder in lila, wie man es möchte. Das war's mit der Passiven. Das ist eigentlich ganz cool. Man castet ziemlich viele Spells. Der Base-Cooldown davon ist auch, glaube ich. Okay, es gibt gar keinen richtigen Cooldown darauf. Das ist ziemlich geil. Also hier steht auch nichts von irgendwie, keine Ahnung, 5 oder 6, 7 Sekunden Cooldown. Sondern es ist einfach, jedes Mal, wenn du einen Zauber castest, machst du mehr Damage. Und glaub mir, Zoe ist ein Champion, die wird einiges an Spells casten. Das heißt, sie wird auch im Teamfight 3 oder 4 Mal den verstärkten Auto-Attack bekommen. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit einem Six zum Beispiel, der doch einen Cooldown darauf hat, der den sie zwar mit Fähigkeiten reduzieren kann, aber da ist Zoes Passive schon, würde ich behaupten, ein Tick stärker. Gehen wir weiter mit der Q. Die Q ist folgendes. Ihr schießt in irgendeine Richtung einen Ball. Ihr könnt, glaube ich, direkt ein Ziel anhitten. Yep, es gibt einen kleinen AOE-Splash-Radius und das Ganze macht Damage. Also sieht erstmal unspektakulär aus. Spektakulär wird es aber dann, wenn man ein bisschen Distanz gut macht. Denn ihr könnt das Ganze reaktivieren und den Ball in eine andere Richtung fliegen lassen. Beispiel, wir schießen erstmal dahin und dann schießen wir ihn dahin. Wir haben es so schnell eingesetzt, dass genau hier, zack, der Ball nach da umgedreht ist. Und je länger der Ball fliegt, desto mehr Schaden macht er. Das heißt, wir casten ihn im besten Fall immer genau in die andere Richtung, wo wir den den Schaden haben wollen. Das heißt, wir wollen den jetzt dahin casten und reaktivieren den hierhin. Und zack, wir haben die Kleinen direkt gekillt. Und da muss man kombinieren. Und es gibt dazu auch schon einige Kombos im Internet. Die will ich hier auch nochmal gleich zeigen, sofern wir wissen, was die Ultimate denn macht. Kommen wir erstmal zu der E-Fähigkeit. Die E-Fähigkeit ist ein sehr cooler Spell, denn es ist ein Skillshot. Und ihr seht schon, wenn ich das über eine Wand halte, dann geht die Reichweite deutlich länger. Denn dieser Skillshot profitiert von Terrain. Wir können es sehr, sehr weit schießen. Das ist ein Ball, den wir auch im Video gesehen haben. Und der Ball ploppt irgendwo auf, kreiert ein Feld. Und jeder, der da reinläuft, wird nach kurzer Zeit schlafen gelegt. Beziehungsweise die erste Person, die da reinläuft. Wie sieht das Ganze aus, wenn jemand schläft? Auch das haben wir schon öfter in der Kluft gesehen. Da gab es ein paar Teaser zu. Aber wir gucken uns das hier mal an. Zack, der Red Buff hat das Ganze eingesammelt und er schläft. Bedenkt, wir hätten jetzt hier zweimal schon unseren verstärkten Auto-Attack machen können. Ich weiß nicht, ich bin mir sehr sicher, dass das eine Midlanerin wird, jetzt nachdem ich ihre Fähigkeiten kenne, aber vielleicht kann die ja was im Jungle. Ich probiere es mal aus, wir machen die erste Q, Auto-Attack, die zweite Q, Auto-Attack, wir legen ihn schlafen, Auto-Attack. Auch wenn es nicht getroffen hat, wir haben dreimal hier sogar unseren Auto-Attack-Verstärker hinbekommen und unsere Q wäre auch schon wieder ready gewesen. Also wenn man damit ein bisschen spielt, kann man allein schon über die Passive ziemlich viel DPS rausholen. Und jetzt kommen wir zu der Ultimate. Die Ultimate ist sehr geil. Die W-Fähigkeit habe ich erstmal ausgelassen. Die ist auch hier noch dunkel. Wir werden da gleich zu kommen, keine Sorge. Die Ultimate hat einen Cooldown von 9 Sekunden und der geht sogar später runter, glaube ich, auf 4 oder 5. Bisschen wie so ein Kassadin-Jump. Nur, dass der Jump dich immer wieder zurückführt. Du kannst jetzt in eine Richtung jumpen. Zack. Aber nach kurzer Zeit kommst du wieder an die Position zurück. Da fragt man sich, für was ist das denn gut? Wenn mich jemand chase, kann ich ja gar nicht abhauen. Das stimmt leider, also mit dem Disengage hat das ein paar Nachteile, aber zum Beispiel, wenn wir hier, wir können in die Richtung unseren Ball casten, gehen zurück und casten ihn wieder und diese Distanz, die dieser kleine Ball, ich nenne ihn jetzt ganz den Ball, die Q-Fähigkeit jetzt hier überwunden hat, diese Distanz, die wird extremst viel Schaden anrichten. Und das ist zum Beispiel einer der Kombos, von denen ich gesprochen habe. Ihr könnt auch die Kombo anders setzen, zum Beispiel, weil wenn ihr in die Richtung ultiert, dann sieht der Gegner das ja. Dann sieht der Gegner das ja und kann darauf reagieren. Aber ihr könnt andersrum erst eure Q-Fähigkeit schmeißen, eure Ulti offensiv benutzen und dann die Q reaktivieren und dann hat der Gegner weniger Zeit zu reagieren. Also es ist eine Überlegung, wie ihr es macht, ein bisschen vom Spielstil. Geht ihr mit der Ulti zurück oder nach vorne, je nachdem, was ihr dem Gegner zeigen wollt und was nicht. Aber overall geht es halt wirklich darum,
mit der Ulti zu kombinieren, weil das Special an der Ulti ist, dass ihr da, wo ihr rauskommt, Fähigkeiten casten könnt. Ihr könnt zum Beispiel auch, angenommen, hier bricht ein Teamfight aus und ihr steht aber hier und seid low und könnt nichts machen. Dann geht ihr an die Wand, castet da euren Ball durch und der Ball, guckt euch an, wie weit der gereist ist. Der ist hier, wo der Teamfight ist und ihr seid immer noch in einer sicheren Zone sozusagen. Das heißt, dieser Champion für mich, der erinnert mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen an LeBlanc, weil du bist viel am Jumpen, du musst diese einen Cooldown treffen und da frage ich mich halt auch so ein bisschen, ist Zoe gut? Ist sie viable? Ich meine, LeBlanc ist im Solo-Queue ein ziemlich starker Champion. Wenn es aber schon in 5v5 Teamfight geht, dann hat LeBlanc Schwächen. Und Zoe ist auch sehr auf Cooldowns angewiesen, finde ich persönlich. Ihre Cooldowns sind aber etwas geringer als die von LeBlanc jetzt sozusagen. Und jetzt kommen wir zu der W-Fähigkeit. Guckt euch das an, der Minion trägt einen Ballon. Das ist so geil. Die W-Fähigkeit hat eine aktive und eine passive. Die Passive besagt, dass du jedes Mal, wenn du einen Beschwörerzauber einsetzt, bekommst du Lauftempo und um dich herum bekommst du 3 Kugeln. Diese Kugeln feuern sich ab. Das ist ein bisschen wie die W von der Ahri, wo sie die Fuchsschwänze so glühen lässt, sage ich mal. Und das Ganze geschieht automatisch. Also ich musste die jetzt nicht zaubern, sondern die connecten mit dem Ziel selbstständig und richten Schaden an. Also das ist schon mal schön, immer wenn irgendwas mit einem Beschwörerzauber passiert. Aber das Coolste an ihr ist, wenn sie ein Minion mit einem Ballon killt, droppt da ein Beschwörerzauber. Und da droppt jetzt gerade die Barriere. Wir sammeln die Barriere ein und können die Barriere über die W-Fähigkeit einsetzen. Einige Minions haben so einen Ballon. Hier ist jetzt leider keiner mehr auf der Map. Und diese Minions mit dem Ballon, die droppen immer irgendwas für dich. Es kann ein Item sein, Stundenglas, Protobelt, andere Items. Ich weiß nicht, ob das Ward-Item mit drin sein könnte. Wäre super interessant, einen Free Ward stellen zu können. Finde ich persönlich. Machen wir die Kombo mal andersrum. Und hitten die Caster-Mains. Eigentlich ein ziemlich cooler Wave-Clear-Tool. Eine Sache habe ich noch nicht erwähnt und das ist ganz wichtig. Die Q-Fähigkeit trifft das erste Ziel. Das heißt, es prallt am ersten Ziel ab. Genauso wie die E-Fähigkeit. Das heißt, Champions können sich sowohl bei der Q als auch bei der E verstecken. Und was kommt hier? Heal! Jawoll! Zack, schön auf der Lane mal heal. Man muss es nicht direkt einsetzen. Man hat einen relativ hohen Buffer, wo man die Fähigkeiten einsetzen kann. Ich zeig das gleich nochmal. Ich guck mal, hier ist. Hier ist nochmal ein Minion mit einem Ballon. Da wollen wir noch einmal kurz hin und den Ballon killen. Zack, was haben wir jetzt? Hexech GLP. Hier seht ihr jetzt, nachdem ich die Fähigkeit geskillt habe, so eine orange Leiste. Das geht ziemlich lange. Ich habe sehr viel Zeit. Ich weiß nicht, ob das 40 Sekunden sind. Jetzt steht es gerade nicht. Vielleicht steht es, wenn ich es eingesammelt habe. Da kommt schon der nächste Ballon. Also ich weiß noch nicht, ob die Frequenz steigt, aber das ist schon mal mega geil. Jetzt will ich natürlich noch den Minion hier killen. Jawohl, was kommt jetzt? Ignite. Ja, moin. Zack. Ignite. Und wir haben wieder eine ziemlich coole Zeit. Spannend, in der wir Ignite einsetzen können. Leider prockt das nicht mit sich selbst, weil im Endeffekt besetzen wir einen Beschwörerzauber, aber wir kriegen, oder? Ah doch, das prockt mit sich selbst. Hier seht ihr es nochmal. Wir haben direkt die 3 Kugeln bekommen. Und das war schon mal ziemlich geil. Und jetzt könnt ihr nochmal kurz gucken, wenn die Krabbe mir den Weg nicht verspürt. Wie viele Sekunden steht hier? 40 Sekunden. Wenn ich das richtig gesehen habe. Wenn die Krabbe weg ist, oder wir können die Kombo auch. Ich mag die Kombo über die Wand machen, ehrlich gesagt. Dann gucken wir mal. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Und es gibt, wie gesagt, viele Videos im Netz, wo man schon 1000 AP mit ihr hat und dann die übelsten One-Shots hinbekommt. Das hat jetzt nicht getroffen. Das ist halt ein bisschen wie bei der Niederlichtsperre. Je weiter der reist, desto mehr Schaden macht er. Das ist schon mal ganz geil. Und jetzt würde ich mal sagen, Flasherino, Popperino. Jedes Mal, wenn der Gegner Beschwörerzauber einsetzt, droppt diese Kugel. Und ich kann ihn natürlich einsetzen. Und jeder spielt mit Flash. Irgendwann kommt der Flash von jedem. Und deswegen können wir flashen, bekommen unsere 3 Kugeln. Und machen dann nochmal Schaden. Setzen sie schlafen. Haben unsere Passive. First Blood. Und im Prinzip ist Zoe's vom Kit her eigentlich gar nicht so kompliziert. Also, wenn ihr jetzt denkt, okay, sie sah im Video schwieriger aus, dann teile ich eure Meinung, weil ihre Fähigkeiten an sich sind recht klar. Du hast einen Ball, das ist deine Hauptdamage-Quelle. Du versuchst, den Ball zu treffen. Wenn der Gegner dodgt, ist er kein Damage. Vielleicht kannst du kombinieren, indem du vorher, keine Ahnung, den Gegner so schlafen legst, dann den Ball setzt
und ihn dann triffst. Vielleicht ist das möglich. Das ist ziemlich wahrscheinlich sogar möglich, sofern dein Sleep trifft. Ansonsten wartest du auf die Beschwörerzauber, profitierst von Elaine dann damit, dass du, keine Ahnung, ein Ignite extra hast. Kannst immer wieder kombinieren. Ich frage mich, wie gut sie im Disengage ist. Da bin ich gerade, wenn ihr zum Beispiel hier Thresh, Leona, was auch immer auf mich drauf geht und ich laufe weg. Das Einzige, was ich machen kann, ist den Ball setzen, damit die schläft. Aber ansonsten muss ich laufen. Das ist vielleicht eine kleine Schwäche, die ich in ihr sehe, dass sie catchbar ist und man kann sie gut ganken. Okay, sie hat halt diese E, sie ist dann, sage ich mal, genauso gut gankbar, wie eben ein Xerath gankbar ist, weil Xerath hat auch den Snare. Okay, das soll es erstmal gewesen sein von Zoe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier mal live und in Farbe zu sehen, was sie so kann. Tobt euch in den Kommentaren aus, macht bei der Umfrage mit und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich werde jetzt fleißig versuchen, Gameplays aufzunehmen mit Zoe und wir sehen uns dann später. Euer Mr. Mikey P. Haut rein. Macht's gut.